Willkommen zurück zu einem neuen Stream, Aufnahme von Stardew Valley. Ist der gerade gespawnt oder habe ich das falsch gesehen? Wie auch immer. Wenn ihr später auf YouTube auch mal live dabei sein wollt, könnt ihr auch gerne sonst einmal mir auf Twitch folgen. Der Link ist in den Kommentaren. Quatsch, nicht in den Kommentaren, in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns vielleicht auch mal live. Aktuell habe ich halt nur unregelmäßige Zeiten wegen Schichtarbeit, aber wird vielleicht irgendwann mal anders sein. Vielleicht auch nicht, mal schauen. So, ich frage mich, ob Andy so einen Bauern wie dir heranwachsen wird. Das frage ich mich auch. Gut. Aber ich glaube, das Schwert stelle ich jetzt woanders hin. Zum Bleistift hier hinten. So, ne, so glaube ich. Dann kann daneben nämlich noch dieses Blumending. Das Telefon lassen wir da. Hier kann ich nichts voneinander. Nee. Na gut. Oben ist nichts fertig, dann gehen wir mal raus. Wir haben Batterien. Da wollte ich gleich, also Batterien, ne? Nicht, dass ihr euch fragt, warum ich Batterien sage. Schau ich noch mal ganz kurz hier nach. Na gut, die hier haben sich nicht aufgeladen. Schade. Ich stelle sie auch mal da auf. Für den nächsten Sturm, vielleicht geht das dann wieder. Vielleicht war es nur ein Bach. So. Nicht doch. Sehr schön. Das reicht nicht mehr lange. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann füttern wir es mal nach der Reihe. Ach ja, Eier haben wir auch noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier auch nochmal. Damit haben wir uns um die Türe gekümmert. Und 20 Heu reichen wohl für einen Tag. Super. Habe ich noch für morgen. Muss ich wohl oder übel welches nachkaufen? Und Weizen war, glaube ich, erst im Sommer, ne? So, Batterien machen wir rein. Den Rest verarbeiten wir. Nein. Sehr schön. Schau ich mal, was wir noch brauchten. Für die hier. Eine Batterie, ein Iridium, ein Gold. Batterie habe ich, Iridium, Gold kann ich schmelzen.
Aber auch nicht so viel. Aber ich mach das mal. Kann ich vielleicht noch Öfen herstellen? 20 Kupfererz pro Ofen. Das habe ich nicht. Und ich glaube, ich mache das so mit den Iridium-Sprenglern, dass ich die so hier anspare, dass ich richtig geil im Winter alles umbauen kann. Ja, die Rhabarber-Saat heben wir uns auch fürs nächste Jahr auf, oder? Oder auch nicht. Oder doch? Doch. Weil sonst müsste ich hier es auch mal Feld machen und das will ich aktuell nicht. Nun gut. Belohnung Gewächshaus. Ich brauche nur noch ein Entenei. Da brauche ich Wolle oder rotes Ziegenmilch. Okay. Das kriegen wir auch in Enten, haben wir ja schon. Ich brauche also Holz für den Luxusstall, ne? Wir gehen erstmal zu Robin und schauen nach, wie teuer der ist oder der große Luxus, wie auch immer. Hat die Bäume hier am Rand wachsen viel schneller, ne? Hey! Hofgebäude. Stall. Schuppen. Na? Ein leeres Gebäude. Fülle es mit was auch immer du willst. Der Innenraum kann eingerichtet werden. Ja. Züchte Fisch und ernte ihre Produkte. Fische vermehren sich mit der Zeit. Luxushühnerstall. Würde 12 Kleintiere. Er kommt mit einem Autofütterungssystem. Schaltet Hasen frei. Okay. Großer Stall. Ermöglicht Tieren Nachwuchs zu bekommen. Schaltet Ziegen frei. Was kostet der? $450 und 200 Stein. Manchmal reich Holz bei dir kaufen. Ja, nee, für 50 pro Stück. Nee. Alexa, 450 mal 50. Hi Markus, 450 mal 50 ist 22.500. Ja, nee. Nein, danke. Ich zahle jetzt 22,5 für nur ein bisschen Holz. Dann holen wir heute die Axt und fällen ein bisschen Holz. Hup. Mist. Mist. Bald kann ich auch nicht mal durch. Das Ding hier kann direkt weg. So, dann die Axt einmal. Das Schwert nehmen wir auch mit, falls wir. Oh! Oh. Falls wir runtergehen, Hartholz holen.
Ja, hier fällt ein paar Bäume und gut ist. Jetzt habe ich schon 67. Ich glaube, der redet nicht. Nö. Würden sich die Leute, glaube ich, auch beschweren, wenn ich hier Bäume fällen würde. Und hier oben? Nee, redet auch nicht. Nee, hier ist nichts. Aber ich glaube, oben war was. Nur halt im Stadtbereich nicht, ne? Ja, da ist ein Bleistift. Bei Demetrius oder wie er heißt. Ja, Demetrius. Du baust vermutlich. Du baust vermutlich eine Menge interessanter Pflanzen auf dem Hof an, nicht? Vielleicht schaue ich mal vorbei und werfe einen Blick drauf. Ja. Sehr schön. Na? Oh, fast alles weg. Machen wir trotzdem hier noch. Wow. Auch die Inselbäume brauche ich gar nicht beachten. 6 und gar nichts. Okay. Sehr schön. Na? Also kommt man gar nicht hoch. Und den hier lassen wir in die Richtung fallen. Und hier sind auch mal ein paar Bäume. Ach, noch einmal, na gut. Okay, langsam wird es auch dunkel. Hier könnt ihr auch noch mal wieder mit Bomben durchgehen, ne? Aber ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Im Sommer wird hier wahrscheinlich noch mehr sein. Gut, den einen noch und dann schauen wir noch mal bei Robin da vorbei. Da waren ja auch noch ein paar. So. Ach, hier oben sind auch noch drei. Komplett übersehen. Dann noch schnell den.
Und das geht schneller, wenn wir den Weg hier nehmen. So, dann die, die ich bei Robin da angepflanzt habe. Wenn ich da rankomme schon. Weil, ja, habe ich es mal gedacht. Dann kümmern wir uns darum, wenn ich, wenn die alle fertig sind oder auch größtenteils fertig. Gut, dann einmal zur Bushalte. Und dann gehen wir, glaube ich, erstmal pennen. Der kann weg. Nee, hier ist nichts. Das da rein, der Rest noch drinnen in die Kiste. Ach, unser Gold ist auch fertig. Wo habe ich die Kohle jetzt angelegt? Ach hier. Und das Gold auch. Dann noch ein für ein Iridium das Material. Dann das. Habe ich immer noch zwei. Ne, einen Ofen über. Da kommt dann jetzt ein Eisen rein. Gut. Das kommt rein und wir können schlafen. Abby schläft auch schon. Jo. Okay. Das heißt auch fertig. Ja, hier oben das auch alles. So. Na, gut. Dann legen wir direkt nochmal was ein. Nehmen wir erstmal. Hier ein paar Aprikosen. Aprikosenmarmelade ist auch lecker. Okay, sollte ich noch was holen. Dann ein paar Granatäpfel. Den hier. Und das waren, glaube ich, alle. Ja. Gut. Heute gibt es 5 Iridium. Können wir auch wieder direkt einschmelzen. Oder obwohl, nee, das sparen wir erstmal. Die Kohle habe ich ja noch bei mir, Idiot. Was machst du denn hier? Ich habe den Morgen daran verbracht, ein paar das Säulen zu reparieren. Sie sollten so gut wie neu sein. Danke. Ich habe auch das Wasser für Dunbar aufgefüllt. Hat sie gut gemacht. Achte darauf, dass du um den Schrein des Großvaters alles ordentlich hältst. Irgendwas an ihm ist besonders. Ich kann es spüren. Ja, ich weiß. Opa hat uns ja schon besucht. Was wollte ich jetzt? Ach ja. Meine Verkaufsgüter. Komm erst an die Verkaufskiste. Knoblauch auch. Dann können wir uns jetzt auch um einen Luxusstall kümmern. Hä? 4, 5, 6. Ah.
Nein. Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und da hinten das 8. Ich bin sicher, ich habe noch nicht alle Hühner getroffen. Du? Ja, doch. Okay, dann melken wir auch direkt. 1, 2. Oh, ups. 3. Na komm. Nein. 4. Mensch. 5, 6, 7. Aber welcher war ich jetzt noch nicht? 8. Okay. Ich glaube, wir gehen gleich mal zu Mani und holen uns neues Heu. Bei dir war ich auch, ne? Ja, ja, ich hatte doch 8. Also habe ich alle. Jetzt haben wir nämlich gar kein Heu mehr. Das ist schon ein bisschen blöd. Ich hoffe, sie ist heute da. Ich weiß gerade nicht, wann die immer ihre Gymnastikstunde haben. Ja, gut. Tierbedarf. 50 pro Stück. Kaufen wir erstmal ein bisschen, dass wir über durch ein paar Tage kommen. Machen wir mal 100, weil dann reicht das für ein paar Tage. Gut. Nee, Tiere kann ich noch nicht machen. Hier kann ich auch gleich nochmal Holz holen oder später, wie auch immer. Das kommt auch rein. Aber ich glaube, hier kann ich nicht hinbauen. Na, egal. Das ist so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sehr schön. Holen wir uns mal Stein und Holz. Und dann schnell zu Robin, dass wir uns so einen großen oder Luxusstall, ich weiß gerade nicht, was es war. Ich glaube, großer Stall, ne? Okay, jetzt komme ich schnell mal durch. Dann gehen wir eben andersrum. Beziehungsweise nehmen wir die Lore, dass wir bei Mine sind und von da aus dann. Minen. Ach ja, unten lang. Hallo Robin. Ja, großer Stall. Bauen. Dafür nehmen wir dann diesen hier als erstes. Danach den daneben. Morgen früh dort anfangen, an deiner Verbesserung für das Hofgebäude Stall zu arbeiten. Danke, Robin.
Schauen wir mal nach, ob wir beim Bahnhof oben schon ein paar Bäume fällen können. Hallo? Ah, jetzt. Gut, das war's auch schon. Hier in der Mitte, da komme ich auch nicht wirklich ran, weil ich möchte da jetzt keine Bäume wegschlagen. Bleib jetzt auf die beiden. Gehen wir mal hier runter. Da komme ich nicht ran, ne? Nee. Schade, schade. Ach ja. Na? Es sollte in der Stadt keine Bäume fällen. Na gut. Dann nicht. Gehen wir mal nach unten zu Mani und fällen da Bäume. Ja, hier oben sind da schon wieder welche. Dann die anderen bestimmt auch alle. Die habe ich ja alle am selben Tag gefällt. Hey. Dann für demnächst auch die andere Steilverbesserung holen können. Nein, die anderen nicht. Hier, der ist noch klein. Ich schau trotzdem mal rum. Das Hartholz da hinten im Wald können wir auch schnell holen, wenn wir eh schon mal hier sind. Hey. Alle Wunhit oder was? Na? Okay. Dann noch die da unten gleich und dann gehen wir wieder hier raus. Was bist du denn, Meister? Na? Es gibt wirklich eine Menge Wildpflanzen in diesem Gebiet. Wenn du weißt, wo er. Ja doch, wenn du weißt, wo du suchen musst. Wo man suchen muss. Ich gönne mir fast jeden Tag einen frischen Salat. Okay. Ja, ein paar Bäume sind wieder neu. Hm.
Ach ja. Na? Ah ja, jetzt.